Horoskop für heute, Fische, 11. November 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Mit dem heutigen Venus-Neptun-Quadrat können Gefühle, Bedürfnisse und Wünsche kompliziert werden. Achten Sie auf die Tendenz, außerhalb von sich selbst nach etwas zu suchen, von dem Sie glauben, dass es Sie glücklicher oder erfüllter macht. In Wahrheit kann dies eine sinnlose Suche sein und sogar zu tieferen Gefühlen der Unzufriedenheit führen. Versuchen Sie, nach innen zu schauen, sich besser darüber klar zu werden, was in Ihrem Leben fehlt, und machen Sie dann Pläne, daran zu arbeiten. Vermeiden Sie in Ihren Beziehungen Notlösungen, wenn Sie sich selbst oder andere damit in die Irre führen. Das Aufschieben und Verschieben bestimmter Dinge kann Sie am Ende mehr kosten. Achten Sie heute auf die Tendenz, den Wert von etwas falsch einzuschätzen. Der Mond verbringt den größten Teil des Tages in Ihrem privaten Solarhaus und weist auf die Notwendigkeit der Reflexion hin, bevor er heute spät in Ihr Zeichen eintritt. Heute könnten Sie schlechte Nachrichten erwarten. Neptun, Ihr planetarischer Herrscher, der seit Jahren in Ihrem Sternzeichen kreist, wird im Quadrat mit der süßen Venus, dem Planeten der Liebe und Schönheit, zusammenstoßen. Sie könnten sich von allen zerschlagen, verletzt, ertränkt und emotional fühlen. Wenn Sie und Ihr Liebhaber schon seit einiger Zeit auf wackeligen Beinen stehen, müssen Sie damit rechnen, dass es jetzt und in den kommenden Tagen noch schlimmer wird. Wenn Sie spüren, dass Sie auf einen Eisberg zusteuern, ist es vielleicht an der Zeit, das Schiff zu verlassen. Tun Sie dies mit Anmut, nicht mit Rache. Fühlen Sie sich mit Ihrem beruflichen Status verbunden? Sie sind sich möglicherweise unsicher, wie Sie in der Öffentlichkeit gesehen werden, wenn Venus im Schützen im Quadrat zu Neptun im rückläufigen Sternzeichen in Ihrem Zeichen steht. Es könnte schwierig sein, Ihre berufliche Identität genau zu bestimmen. Dies könnte teilweise daran liegen, mit wem und was Sie in Ihrem beruflichen Werdegang in Verbindung gebracht werden. Möglicherweise fühlen Sie sich mit bestimmten Kollegen, Unternehmen oder Berufsbezeichnungen nicht so verbunden. Wenn Sie sich mit diesen Verpflichtungen nicht verbunden fühlen, müssen Sie sich möglicherweise neu ausrichten. Richten Sie sich auf die Vereinbarungen und Arbeitsbeziehungen aus, die Ihrem gewünschten beruflichen Status entsprechen. Ihr sechster Sinn könnte heute streiken. Vielleicht brauchen Sie den Tag, um Ihre Batterien wieder aufzuladen, was Sie bei weitem nicht oft genug tun. Ich schlage vor, Sie legen sich auf den Boden. Sie brauchen die Sicherheit, dass Sie festen Boden unter sich haben, der Sie trägt und Ihr ganzes Gewicht trägt. Yoga oder einfach ein paar schöne lange Dehnübungen zu Hause entspannen Ihren Körper und geben Ihnen die Nahrung, die Ihnen so oft fehlt. Es wird empfohlen, heute etwas Herzhaftes zu essen. Ist es an der Zeit, dass Sie weiterziehen? Wenn es in Ihrem Leben etwas gab, das Sie nur schwer loslassen konnten, kann Ihnen dieser Tag den Mut und die Kraft dazu geben. Verlust in jeglicher Form ist für jeden schmerzhaft. Sie sind für Ihre Sensibilität bekannt, daher kann dies für Sie ein äußerst schmerzhafter Prozess sein. Doch irgendwann müssen Sie den Verlust hinter sich lassen und einen Neuanfang wagen. Nehmen Sie sich heute Zeit, Ihren Trauerprozess abzuschließen, und gehen Sie dann mit dem Wissen weiter, dass alles gut wird. Merkur ist erst letztes Wochenende in Ihren Karrieresektor zurückgekehrt und Mars vor 5 Tagen in Ihren Arbeitssektor. Beide verlangsamen sich jedoch vor retrograden Wendungen, die Sie für den Rest des Jahres hier halten werden. Merkur wird normalerweise in 14 bis 15 Tagen durch sein und Mars wird normalerweise nicht nur 6 Wochen damit verbringen, die Dinge an der Arbeitsfront mit Energie zu versorgen, sondern auch wissen, dass er erst in 2 Jahren zurück sein wird, was ein Gefühl der Dringlichkeit erzeugt. Doch beide sind nicht nur bis Anfang Januar hier, sondern selbst wenn Mars geht, wird er einige Monate später für eine zweite Chance zurückkehren. Daher ist es wichtig, sich Zeit zu lassen und gleichzeitig gespannt auf das Potenzial zu bleiben, das dies in Bezug auf Einkommen, Arbeit und Karriere schaffen wird. Nicht nur Ihr Berufsjahr hat neuen Schwung bekommen, sondern dank Mars haben Sie auch die arbeitsreichsten Monate des Jahres erreicht. Während sich der Mond von seinem gestrigen Zusammenstoß mit Mars entfernt, befindet er sich noch immer in einem nostalgischen und nachdenklichen Teil Ihres Horoskops, wo er auf die Probe stellt, wie gut Sie wissen, wann Sie Ihren Arbeitshut aufbehalten und wann Sie ihn abnehmen sollten. Da sich die Sonne nicht nur in Ihrem romantischen Sektor befindet, sondern auch eine wachsende Entschlossenheit, Herzensangelegenheiten zur Priorität zu machen, könnte dies nicht wichtiger sein.
Täglicher Planetenüberblick. Der heutige Tag bringt ein wenig Unvorhersehbarkeit, da Venus im Skorpion dem rückläufigen Uranus im Stier gegenübersteht und diese kosmische Spannung könnte zu einigen unerwarteten Wendungen führen. Hatten Sie schon einmal einen dieser Tage, an denen etwas aus heiterem Himmel passiert, ein Problem mit der Garderobe, wenn Sie am wenigsten vorbereitet sind, oder ein plötzliches Designproblem, gerade als alles zusammenpasste? Mit dieser Art von Energie arbeiten wir heute. Die Dinge laufen vielleicht nicht genau wie geplant, aber denken Sie daran, dass es oft diese kleinen Unebenheiten auf der Straße sind, die das Leben interessant machen. Manchmal lehren uns diese unerwarteten Momente, über uns selbst zu lachen und kreative Lösungen zu finden, auf die wir sonst nie gekommen wären. Die Unvorhersehbarkeit kann sich auch auf Ihr Liebesleben auswirken. Stellen Sie sich vor, Sie treffen jemanden aus Ihrer Vergangenheit, einen Freund oder sogar einen Ex, oder Sie fühlen sich vielleicht unsicher über Ihre aktuelle Situation und fragen sich, ob es wirklich das ist, was Sie wollen. Diese Momente können Emotionen wecken, aber sie sind auch Gelegenheiten, sich selbst zu hinterfragen. Fühlen Sie sich in Ihren Beziehungen erfüllt? Gibt es etwas, das Sie schon lange sagen oder tun wollten? Auf diese Weise will das Universum Sie dazu anregen, sich auf Herzensangelegenheiten zu konzentrieren. Und das ist noch nicht alles, auch finanzielle Höhen und Tiefen könnten heute eine Rolle spielen. Vielleicht haben Sie unerwartete Ausgaben oder vielleicht bietet sich Ihnen plötzlich die Gelegenheit, Ihr Vermögen zu vergrößern. Was auch immer passiert, konzentrieren Sie sich auf Ihre langfristigen Ziele in Liebe und Geld. Es kann verlockend sein, sich im Chaos des Augenblicks zu verlieren, aber versuchen Sie, eine klare Vision dessen zu behalten, was Sie erreichen möchten. Ob Sie nun daran arbeiten, Ihre finanziellen Ressourcen zu stärken oder tiefere Verbindungen in Ihren Beziehungen aufzubauen, heute geht es darum, Ihre Energie auf Wachstum zu lenken. Dies ist auch ein Tag, an dem Sie auf unnötige Auseinandersetzungen oder Missverständnisse achten sollten. Waren Sie schon einmal in einer Situation, in der eine kleine Meinungsverschiedenheit plötzlich zu etwas viel Größerem eskalierte, als es sein musste? Das ist die Art von Energie, die heute entstehen könnte, wenn Sie nicht aufpassen. Sie könnten einen starken Drang verspüren, Ihren Standpunkt zu vertreten, aber es ist wichtig, Ihre Schlachten mit Bedacht zu wählen. Manchmal erspart es Ihnen viel Stress, wenn Sie einen Schritt zurücktreten und das Gesamtbild im Auge behalten. Lassen Sie nicht zu, dass die Meinungen oder Frustrationen anderer Leute Sie in Konflikte hineinziehen, die Ihre Zeit oder Energie nicht wert sind. Nutzen Sie diesen Tag stattdessen als Chance, Ihre Energie auf produktivere Weise zu nutzen. Lenken Sie Ihre Frustration oder nervöse Energie in etwas, das Sie weiterbringt, sei es die Bewältigung eines Projekts, das Sie aufgeschoben haben, das Brainstorming neuer Ideen oder einfach die Konzentration auf Selbstfürsorge. Wenn Sie Ihre Energie konstruktiv einsetzen, machen Sie nicht nur Fortschritte bei Ihrer persönlichen Entwicklung, sondern bauen auch positive Impulse für die Zukunft auf. Jeder Schritt, den Sie in Richtung Ihrer Ziele machen, egal wie klein, bringt Sie dem Leben näher, das Sie sich wünschen. Wenn Sie diese Herausforderungen mit Mitgefühl und Verständnis gemeistert haben, werden Sie am Ende des Tages wahrscheinlich ein Gefühl der Erleichterung und Ruhe verspüren. Es ist erstaunlich, wie viel entspannter und friedvoller wir uns fühlen, wenn wir uns bewusst dafür entscheiden, schwierige Situationen mit Geduld statt mit Frustration anzugehen. Es geht darum, die Unterstützung, die sie umgibt, anzuerkennen und sich dafür zu entscheiden, auf eine Weise zu reagieren, die ihren inneren Frieden bewahrt. Nehmen Sie sich im Laufe des Tages einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken, wie weit Sie gekommen sind und welche Lektionen Sie gelernt haben, nicht nur von heute, sondern von all den Wendungen, die das Leben für Sie bereithielt. Was haben Sie aus dem Unerwarteten gelernt? Wie haben diese Momente Ihnen geholfen, stärker oder widerstandsfähiger zu werden? Wir würden gerne Ihre Gedanken dazu hören. Teilen Sie uns mit, was in Ihrem Leben in letzter Zeit unvorhersehbar war und wie Sie damit umgegangen sind? Wie bleiben Sie auf dem Boden, wenn das Leben Ihnen eine Kurve wirft?